eng, so wie es sich gehört. In der Meisterschaft sind die beiden ja relativ deutlich voneinander getrennt. Um 33 Spieler, aber hier auf der Strecke ist es richtig eng. Björn Hoffmann, der Tabellenführer, auf provisorischer Position. Mit einem 43.113, also nur 6000stel Sekunden zurück. Und dann kommt der Teamkollege von Grossmann und der Sieger von gestern. Das ist der echte Zweitkämpfer im Fahrzeug. Für den 27-jährigen Schweizer, der damit aktuell etwas mehr als 13 Sekunden Rückstand hat auf den Bestwerthalter, auf seinen Teamkollegen, Björn Grossmann. Wir können übrigens auch die einzelnen Werfungen, mit denen die Piloten an den Start gehen, anhand der Autos relativ gut erkennen. Achtung, leichter Ausrutscher in der ersten Runde für Dürrenberg, der mal an den Start geht. Der hat sich da in der ersten Kurve ein wenig verzettelt, ist allerdings weiter unterwegs, ohne große Probleme, hat das Auto also wieder zurückgebracht auf die Strecke. Wie sieht der erste Sektor aus bei Fabio Laimer? 22,7 gegenüber 22,5 von Björn Grossmann, seinem Teamkollegen, der hier also offensichtlich nochmal nachlegen kann, so wie es aussieht. Das wäre natürlich eine gute Bestätigung für Grossmann, wenn er hier die Kronzeit nochmal toppen könnte. Aber auch für die Parole ist logischerweise noch unterwegs. Leider auf dem gleichen Platz. Pro-Position 1:43.093. Björn Grossmann unterdessen schenkt die Runde her. Der meisterschaftsführende kommt an die Box und auch Philipp. Dasselbe.